Damit beginnt immer das Vogelschießen. Die Musikkapelle und der Spielmannszug spielen einen Marsch. Der Oberst spricht zu den Schützen und dann kann das Vogelschießen beginnen. Die Prinzen sind Michael Schadomski, Josef Diemel und Andreas Merla. Hermann Josef Meyer und Bernd Ortstedt schießen um die Königswürde. Alle schauen gespannt zu. Bernd setzt an, zielt, Schuss und schon ist der Vogel unten. Alles jubelt. Wir haben einen neuen König. Bernd Ortstedt ist unser neuer König und wird auf den Schultern in die Halle getragen. Der Oberst verkündet, wir haben einen neuen König, das ist Bernd Ortstedt. Das ist der Hofstaat von 2008. Am Abend wird dann die Proklamation vorgenommen. Mit dem Tanz der Majestäten und des Hofes wird das Fest eröffnet. Am Mittwoch geht das grenzenlos. Viele Helfer packen hier an, um die Krone sowie die Girlanden zu binden. Hermann Josef gehört zur Waldgruppe und hat bestimmt das Grün zum Binden besorgt. Strom für die Krone muss gelegt werden. Die Krone ist fertig und kann aufgehängt werden. Alles leuchtet und hat den Test bestanden. Der Hauptmann mit seinem Stab nimmt alles ab. Dann kann das Helferfest beim König ja beginnen. Der Oberst und der Hauptmann der Wartekompanie lassen es sich schmecken. Prost! Dabei geht es sehr locker und lustig zu. Freitagabend, alle warten auf das Bataillon und den Oberst, der die Majestäten und den Hof abholt. Der Oberst ist eingetroffen und macht seine Meldung. Nach dem Kommando des Hauptmanns schreitet der Hof die Front ab. Am Freitag ist immer ein Partytag für die Jugend. Mit prominenten Gästen und das ist in diesem Jahr Peter Wacke. Die Front wird abgeschritten, die Fahne zackig gegrüßt und dann geht der Marsch zur Halle. Samstag. Der Oberst macht seine Meldung, holt den Hofstaat ab. Der Zapfenstreich wird dann im Zelt gespielt, weil das Wetter zu schlecht war für einen Marsch. Und werde den Strauß mit einem Küsschen überreichen. Ja.
Lieber Günther, nein, ich frage andersrum. Liebe Jutta, hast du von deinem Oras schon ein Küsschen bekommen in diesem Jahr zu deiner Regentschaft? Bestimmt ist nicht eindeutig. Lieber Günther, ich lade dich ein, wir beide machen das gemeinsam. Der Hauptmann der Westernkompanie übergibt immer einen Blumenstrauß mit einem Küsschen und diesmal gibt es gleich zwei. Am schön gedeckten Tisch wird dann gegessen und gefeiert. Der Abend wird dann mit dem Tanz eröffnet. Schützenfestsonntag, da ist immer der Fototermin. Das Königspaar und die Hofdamen und Herren werden hier aufgenommen. Hinterher noch eine Gesamtaufnahme mit dem gesamten Hofstaat und den Jubelpaaren. Meldet das Bataillon mit zwei Flügelzügen, zwei Musikkapellen, Fahnenschwenkern, Jungschützen und einer großen Anzahl Schützen, die erwartungsvoll diesen tollen Hofstaat abholen müssen und auf Weber begleiten wollen zum Appell beim König im Königshaus angetreten. Danke, Oberst. Das freut mich, dass heute das alles gut angetreten ist, reichlich angetreten ist. Leider konnten wir gestern nicht zum Ehrenmal gehen und ich freue mich, dass wir zum Ehrenmal gehen können. Uns ist angetreten der komplette Hofstaat plus zwei bunte Jubeljahrpaare. Danke. Danke. Der König und der Hofstaat schreiten jetzt die Front ab. Danach geht der Marsch durchs gesamte Dorf. Mit viel Applaus wird der Hof empfangen. Der Marsch geht ja jetzt zum Festplatz und dort wird die Parade vom König abgenommen.
Nach der Parade geht der Hofstaat und die Jubilare zum Kaffee trinken. An dem schön gedeckten Kaffeetisch wird auch immer der Pastor eingeladen. Nach dem vielen Laufen durch das Dorf ist dieses Kaffeetrinken eine gute Erholung. Jetzt kann das Fest beginnen. Es wird zünftig gefeiert, geschunkelt, geklatscht und getanzt. Fahnenschwinger begeistern auch noch mit ihrem Programm. Das war dann auch für diesen Hof das Schützenfest. Alle werden immer daran denken und sich gerne an diese schöne Zeit erinnern.